Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr den Weg auf meine Facebook-Seite gefunden und euch dafür entschieden habt, euch dieses Video anzuschauen. Ich möchte dieses Video gerne nutzen, um euch das Ergebnis eines Albumshootings zu zeigen. Deshalb würde ich euch einladen, mit mir dieses Album durchzublättern, damit ihr euch mal einen Eindruck darüber verschaffen könnt, was das Ergebnis eines solchen Shootings sein kann. Das Album, was ihr hier seht, hat die Maße 20 x 25 cm und wird in der Regel von mir gestaltet. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass ihr kein Mitspracherecht daran habt, sondern ich arbeite mit einer Online-Galerie, in der ihr jeweils eure Favoriten farblich markieren könnt, die ich dann entsprechend im Album verarbeite. Darüber hinaus bekommt ihr von mir immer erstmal eine Entwurfsversion, die ihr dann einmalig kommentieren und natürlich andere Vorschläge einbringen könnt, wie ihr die Fotos gerne angeordnet haben möchtet. In der Regel ist es aber tatsächlich so, dass die Alben, die ich gestalte, von den Kunden, ja, auch wenn überhaupt, dann mit sehr geringen Änderungen akzeptiert werden. Das Album, was im Shootingpreis enthalten ist, hat 20 Seiten als Basis, kann natürlich darüber hinausgehend entsprechend erweitert werden. Es ist auch möglich, ein größeres Fotoalbum zusätzlich zu bestellen. Das hätte dann die Maße 33 x 28 Zentimeter. Entschuldigung, das wäre natürlich riesig. Ja, hier seht ihr, dass die Hunde tatsächlich auch ihren Spaß hatten. Es ging also nicht nur darum, die Hunde posieren und hübsch aussehen zu lassen, sondern es war auch Interaktion mit den Menschen miteinander gefordert. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, ein 3-stündiges Shooting ist für alle Beteiligten auch ein Stück weit Arbeit. Und da ist es immer wichtig, dass die Hunde zwischenzeitlich Gelegenheit haben, sich aufzulockern, dass sie ordentlich gelobt werden, dass sie miteinander auch mal toben dürfen. Denn wenn Hunde anfangen, gestresst oder gelangweilt zu werden, sieht man das natürlich auf den Bildern und das wollen wir ja nicht. Wir wollen Hunde haben, die Spaß an der Sache haben, die sich toll präsentieren und von denen wir hinterher viele schöne Fotos zur Auswahl haben, die wir in ein solches Album reinpacken können. Ja, hier sieht man das ganz schön, dass die ordentlich auch Spaß miteinander hatten. Wir sind zu Beginn dieses Shootings, was ihr hier seht, also gleich am Morgen sind wir an einen Bergsee gefahren. Die Locations hatte ich ausgesucht und vorgeschlagen. Die wurden auch dankbar angenommen. Es handelt sich um einen wunderschönen Bergsee. Morgens waren hier noch entsprechend wenige Leute, die wir getroffen haben. Das war ganz wichtig für die Auftraggeber, dass wir nicht viele Leute treffen, damit die Hunde nicht so abgelenkt sind. Wir haben ungefähr die Hälfte der Zeit an diesem See verbracht. Wie man sieht, haben die Hunde super gut mitgemacht. Die Besitzer waren mega engagiert. Es war einfach eine total schöne Geschichte und es sind dabei echt wunderschöne Fotos entstanden. Nach der Hälfte der Zeit ungefähr habe ich dann ja, die gesamte Belegschaft in meinen Bus geladen und wir sind weitergefahren zu einer nur ein paar Minuten entfernten Sandkuhle, wo wir dann die restlichen 1,5 Stunden verbracht und die entsprechenden Aufnahmen gemacht haben. Auch hier kann man nur sagen, die Hunde hatten mega viel Spaß, denn jeder, der weiß, wie Hunde sich verhalten, wenn sie erstmal Sand unter den Füßen haben, kann sich vorstellen, was da ablief. Hier sieht man auch wieder, dass wir eine Mischung hatten aus einfach schönen, schönen Präsentationen, schönen Porträts, gestellten Aufnahmen und natürlich auch Aufnahmen mit der Interaktion des Menschen. Und auch entsprechende Rennbilder, wo die Hunde sich richtig austoben konnten am Strand. Ja. Ich hoffe, das hat euch einen Einblick darin gegeben, wie ein solches Albumshooting am Ende aussehen kann und was das Ergebnis eines solchen Shootings ist. Ich würde mich über ein Like freuen und wenn ihr an einem Shooting interessiert seid, schreibt mir doch einfach gerne eine Nachricht. Bis dann, eure Stefanie. Tschüss!